Mindener Tageblatt. Täglich eine gute Zeitung. Hallo und herzlich willkommen beim Kochclub des Mindener Tageblatts. Wir sind heute zu Gast im Bistro André bei Inhaber André Schäfers und seinem Küchenchef Marcel, der uns jetzt verrät, was er uns heute kochen wird. Also heute kochen wir eine frische Geflügelpfanne, abgeschmeckt nach Art des Hauses mit verschiedenen Gewürzen und einem frischen trockenen Weißwein. Dazu bieten wir Kroketten an und einen kleinen Beilagensalat. Also wird eine leckere Sache. Ja, wir freuen uns. Dann legen wir mal los. Wir haben jetzt hier die Hähnchenbrust. Wie viel Gramm brauche ich da jetzt für vier Personen? Das ist jetzt für eine Person bereiten wir das Menü jetzt zu. Mhm. Pro Person sind das jetzt ein Hähnchenbrustfilet von 160 Gramm, okay, was wir in kleine Würfel schneiden. Mhm. Und dann anschließend kommt das in die Pfanne und wird kurz angebraten. Wann muss ich das Fleisch würzen? Mache ich das gleich zu Beginn oder kommt das später? Das machen wir gleich während des Bratvorgangs. Mhm. Und zwar wird das dann abgeschmeckt mit einer hauseigenen Gewürzmischung. Dazu kommen dann Kräuter der Provence, Petersilie, Paprika edelsüß und zum Schluss wird das Ganze abgeschmeckt mit Weißwein. Mhm. Wenn ich jetzt keine Champignons zur Hand habe, kann ich da auch andere Pilze nehmen oder sollte man auf jeden Fall Champignons nehmen? Man kann das auch saisonmäßig angepasst machen mit Pfifferlingen oder da sind also der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ja, okay. So, wie gesagt, als erstes das Geflügel in die Pfanne. Ja, in was für einem Öl braten Sie das an? Wir braten im Pflanzenöl. Mhm. Hitze nicht ganz so groß, dass es schön langsam ein bisschen bräunliche Farbe annimmt. Und das ist jetzt die Gewürzmischung? Die hauseigene Gewürzmischung, ganz genau. So, wir haben die Zutaten jetzt in der Pfanne. Verraten Sie mir nochmal, was an Gewürz da reinkommt. Ja, also es wird jetzt gerade abgeschmeckt mit Paprika edelsüß. Ja. Jetzt Kräuter der Provence. Ja. Davon nicht allzu viel nehmen, weil die sehr geschmacksintensiv sind. Sonst übertönt das nachher den Gesamtgeschmack von der Ananas. Und jetzt ein bisschen Petersilie dazu. Und das ist auch so ein Gericht, was ich bei Ihnen klassischerweise auf der Karte finde. Das steht fest bei uns mit auf der Speisekarte, ganz genau. Hm. Abgelöscht wird das Ganze dann nochmal, wie gesagt, mit einem Weißwein. Mhm. Und dann haben wir also so ein guter Schuss kommt da rein. Ein guter Schuss, genau. Mhm. Dann haben wir also quasi das Ganze relativ fettfrei und haben dann eine Ananas-Weinsauce quasi dann hinterher dazu. Ja. Servieren tun wir das Ganze in einer gusseisernen Pfanne. Mhm. Da wird der Marcel jetzt gleich die Salatdeko dann auch vorbereiten. Ist ja auch eine nette Idee, wenn man das zu Hause vielleicht nachkochen will, einfach mal anders anrichten als auf dem Teller. Genau, ich sag mal, das ist jetzt einfach auch mit eine Sache fürs Auge, weil das Ganze halt Geflügelpfanne heißt und deswegen haben wir uns überlegt, servieren wir das auch in der Pfanne. Ja. Als Tipp für zu Hause vielleicht, wenn Sie sich zu Hause so eine gusseiserne Pfanne anschaffen, immer nach der Reinigung, nachdem Sie sie gespült haben, leicht abtrocknen und dann etwas mit Oliven oder Pflanzenöl einreiben, dann haben Sie keine Rostflecken, weil sonst kann es schnell passieren, dass wenn die Pfanne von alleine durchtrocknet, dass die relativ zügig Rost ansetzt. Okay. Mhm. Zu dem Salat kommt gleich ein, in diesem Fall jetzt heute ein hausgemachtes Essigöldressing mit Kräutern und ein bisschen Knoblauch. Mhm. Man kann das natürlich auch variieren. Wie gesagt, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Man kann French Dressing nehmen, man kann Balsamico Dressing nehmen oder auch Joghurt, je nachdem, wie der Geschmack der einzelnen Person jetzt auch ist. Es riecht auch schon ziemlich gut. Die ganzen Kräuter, die Gewürze. Ja, das ist beim Kochen bei uns im Bistro leider der Nebeneffekt. Das kriegt man leider nur in der Küche mit. Später dann natürlich am Tisch, wenn es serviert wird. Weil dann kommt der Essensduft natürlich, steigt einem dann auch in die Nase. Aber ich sag mal, in der Küche hat man da natürlich noch wesentlich mehr von und sitzt da direkt an der Quelle sozusagen. So, als Beilage haben wir jetzt Kroketten dazu. Genau. Wie gesagt, das Ganze servieren wir komplett in der gusseisernen Pfanne. Mhm. Wir werden das gleich sehen, wenn die Pfanne aus dem Bild verschwindet. So, das Ganze nochmal ein bisschen mit Petersilie abstreuen.
Und dann reichen wir noch dazu auf einem Extrateller selbstgebackenes Brot, was wir im Haus backen. Ja, genau. Was ist das für ein Brot? Das backen wir in einer Kastenform selbst. Das ist ein Dinkelvollkornbrot. Mhm. Also auch sehr gesund. Auch sehr gesund. Im Nebeneffekt sehr, sehr gesund. Und damit das Ganze dann ganz gesund wird, legen wir dann noch ein kleines Paketchen Butter dazu. Wunderbar. So soll es sein. Für die Hüfte. So, ja, wie gesagt, dann haben wir einmal die bei uns auch auf der Speisekarte zu findende Geflügelpfanne. Sieht sehr gut aus. Werden wir gleich auch mal probieren. Dankeschön. Gerne. Ja, gerne. Ja, das leckere Gericht steht jetzt vor mir. Ich lasse es mir natürlich nicht nehmen, das auch zu probieren. Und gebe das Mikrofon mal ab. Ja, dann wünsche ich guten Appetit. Der Effekt. Das ist ganz schön mit den Kräutern, schmeckt sehr lecker. Und dann noch das Fruchtige von der Ananas, also es ist eine tolle Mischung. Also ich kann nur sagen, tolles Gericht, sehr lecker. Und kann ich auf jeden Fall nur weiterempfehlen, das hier auch im Bistro André mal zu probieren. Ja, ich bedanke mich beim Küchenchef und beim Inhaber. Gerne. Ganz nette Gastgeber, also jederzeit wieder gerne. Bis zum nächsten Mal. Gerne, danke.